Ja, ich bedanke mich für die Einladung, freue mich, dass ich hier sein kann, auch wenn der Rahmen etwas ungewöhnlich ist und die Rahmenbedingungen, aber ich bin gerne hier. Und Herr Tauchert, Sie wurden angekündigt von Herrn Burmann bei mir, dass da jemand anruft aus einem Verein, der ganz aktiv ist und versucht, hier was auf den Weg zu bringen und das muss unterstützt werden, hat Herr Burmann mir gesagt. Dann sage ich, okay, dann mache ich doch gerne da mit und so bin ich jetzt heute hier gelandet. Ja, und zum Thema Strategien zur Klimabeeinflussung in Stadtzentren, zum Thema Klimaanpassung, wie funktioniert das? Wir sind ein Planungsbüro, die sowohl planerisch tätig sind, als auf der anderen Seite im Forschungsbereich tätig sind. Werde ich auch gleich so das eine oder andere Beispiel aus diesen Projekten mit erwähnen. Wir sind eigentlich bundesweit tätig, allerdings nicht in Thüringen, muss ich sagen. Aber wir kommen dann gerne mal zu einem Vortrag hierher. Also ich habe so am Anfang so ein paar Folien so zur Einstimmung. Grün, Freiraum, Klima, das ist eigentlich ein Thema, was angesagt ist. Da trägt man Eulen nach Athen eigentlich. Also wir sind eigentlich davon überzeugt, dass das ein ganz wesentliches Thema ist. Das ist gar nicht mehr keine Nische mehr. Wir wissen, wenn wir auf den Wohnzimmertisch gucken, da liegt die Zeitschrift Landlust und Landliebe. Das sind so die stärksten Zeitschriften mit einer, nach den Fernsehzeitschriften, mit einer der stärksten Auflagen überhaupt. Also das ist ein Thema, was sich gerade mit diesem Natur, Garten, Gesundheit auseinandersetzt. Und wenn wir dann ein bisschen weiter gucken, zum Baumarkt fahren, dann sehen wir dann die Kräftigen, die dann das auch noch umsetzen wollen. Also grün ist angesagt, grün macht Spaß. Also von daher sind wir eigentlich schon immer mit überzeugt. Und wenn wir dann uns die Ziele von Städten angucken, international, man will die grünste sein, man will Zero sein, man will noch besser sein im Grün, Pollution soll nicht mehr sein, die CO2 soll eingespart werden und, Greenest, Cleanest und sonst weiter. Also die Städte haben ganz viele Ziele erstmal formuliert. Also, warum machen wir es nicht? Und wenn wir noch mal ein bisschen weiter gucken, die Bundesregierung hat vor 2 Jahren dieses sogenannte Weißbuch, also eine Programmatik entwickelt, wie das Stadtgrün in den Städten zukünftig weiterentwickelt wird. Das ist ein langer Prozess gewesen, der im Vorfeld gelaufen ist. Wir haben da als Büro mitgewirkt, 2 Jahre lang. Der erste Entwurf sah ganz anders aus wie der letzte Entwurf, der jetzt da gedruckt worden ist. Aber es ist doch was hängen geblieben und man merkt es an den Formulierungen, da steht dann, es wird geprüft. Wir haben vorher gesagt, es soll oder es muss. Aber das ist eben Politik und Abstimmung. Aber trotzdem, das Thema ist auf der Agenda. Das wollte ich nur damit sagen. Und da sind sozusagen Themen angesprochen, die jetzt hier auch sozusagen für Gera und wenn man es denn um diesen Ort, um den wir jetzt hier heute diskutieren, angesprochen, adressiert, das Thema steht auf der Agenda. Also das ist, glaube ich, da sind wir in einer guten Gesellschaft. Die Immobilienbranche, wenn man das sich anguckt, ist letztendlich ja auch ganz interessiert daran, dass, wenn man so die Werbebroschüren sich anguckt, ist ja immer sehr deutlich, da ist immer das Thema Grün, Freiraum, gute Umweltqualität und Immobilienentwicklung, das hängt dann wieder zusammen. Also da sieht man eigentlich, also das Thema Grün ist immer angesagt. Und das ist vielleicht so ein paar Bilder aus unserem Leben. Auf der einen Seite finden wir es toll, am Samstagmorgen ein Cappuccino auf dem Markt zu trinken oder den Espresso hier oder abend dann nochmal auf dem Marktplatz zu sitzen. Das ist jetzt hier Cottbus, der Altmarkt, um da sozusagen ein bisschen gemütlich zu sein. Und dann möchte man auf der anderen Seite fast am gleichen Tag, vielleicht am Nachmittag, die Ruhe haben, die Natur genießen, die Frösche sollen quaken und so eine Entspannung haben. Also wir möchten so eigentlich das Urbane und das Ländliche auf einmal zusammen. Und da habe ich einfach nochmal das Gedicht von Kurt Tucholsky mitgebracht, das Ideal. Ich finde, das hat er vor 90 Jahren geschrieben. Das gibt es, finde ich, so wahnsinnig gut wieder. Ja, das möchte eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße, mit schöner Aussicht, ländlich mondän. Vom Badezimmer ist die Zugspitze, also die Berge auch noch zu sehen, aber abends zum Kino hast du es nicht weit. Also wir wollen dieses beides, ne? Dieses urbane, das urbane Leben, städtische Leben, aber gleichzeitig nur der Blick nach rechts oder links. So, und das ist, glaube ich, eine Anforderung, die wir gerade, wenn wir auch diese Diskussion, die Sie ja gestern geführt haben, über das Thema europäische Stadt, wie wir das versuchen mit zusammenbekommen. Wie kriegen wir sozusagen die urbane städtische Dichte auf der einen Seite hin, die mit wichtig ist für das Thema dieser, ja,
die Friedrichstraße, das Kino und so, damit das alles bespielt werden kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie kriegt man aber auch das, was wir sozusagen mit der Landlust und mit den Baumärkten und sowas eigentlich dieselbe machen. So, in diesem Kontext bewegen wir uns. Und jetzt haben wir das Stadtgrün, mit dem wir uns hier beschäftigen und stellen fest, ja, eigentlich ist das so eine eierlegende Wollmilchsau. Ja, das muss ja total viel leisten. Wenn man sich das werden wir gleich nochmal so ein bisschen anschauen, was das alles machen soll. Das ist ja nicht nur eine Fläche, die da ist, da ein bisschen Rasen wächst und dann ist es das und wir wollen uns das noch anschauen, sondern da steckt ja noch viel mehr mit drin. So, und ich habe das hier mal so ein bisschen unten reingeschrieben, was es denn soll. Das soll Stadtzentren beleben und die Innenstadt attraktiv und lebendig machen, einen Mehrwert für die Gesamtstadt bringen, Veranstaltungsplatz sein, Ort mit Aufenthaltsqualität für alle Generationen dann bereitstehen, zur Klimaanpassung beitragen, hochwertiges klimaaktives Grün aufweisen und zur Identität beitragen. Das soll unser Stadtgrün leisten. Und vielleicht ist dem einen oder anderen bekannt, wo das herkommt, dieser Text. Das ist aus der Auslobung für den Wettbewerb herausgezogen. Also das habe ich mir gar nicht ausgedacht. Das sind alles sozusagen fast wörtlich Zitate so ein bisschen aneinandergereiht. Also das ist sozusagen die Erwartung gewesen, die jetzt auch im Rahmen dieses Wettbewerbs in der Auslobung dann ja auch formuliert ist, was man hier gesprochen hat und diskutiert hat. Und man merkt sozusagen auch, also was soll denn diese eierlegende Wollmilchsau dann alles schaffen? Und das ist der Raum, der das ja hier erledigen soll, diese ganzen vielen möglichen Ansprüche. Dann stellt sich so ein bisschen die Frage, ja, wie machen wir das? Wie kriegen wir denn so dieses viele zusammen? Und es muss ja auch noch gut sein. Also man kann ja nicht sozusagen davon 5%, davon 5%, davon 5% und dann wird es was Gutes, sondern das muss ja wieder konsistent und zusammengeführt werden. Und dafür haben wir es ja in einem solchen Verfahren, und ich habe das Gefühl auch bei Ihnen hier mit diesen Diskursen, die Sie hier führen, sind wir durchaus in einem guten Kontext, wo Sie versuchen sozusagen diese unterschiedlichen Interessenlagen, die unterschiedlichen Ansprüche, die Vorstellung an solche Orte auch zu diskutieren, zu reflektieren. Und ich glaube, so ein Prozess von Reflexion und Diskussion ist ganz wesentlich, weil es müssen sich dann in solchen Räumen, die sind ja nicht unbegrenzt in der Fläche, sondern die müssen ja auch wieder beherrschbar sein, kompakt sein, müssen pflegbar sein, finanzierbar sein. Also es überlagern sich jetzt hier sehr viele Interessenlagen. Das erfordert letztendlich eine Verständigung. Und vielleicht auch so dieses nicht mehr so einfach nur nebeneinander, sondern miteinander, das Überlagern, das wird vielleicht ein ganz wesentlicher Aspekt von einer Strategie, um solche vielen Akteure oder hinter Akteuren stecken und ja immer Interessenlagen. Ich übertrage das immer gerne mit diesem Bild, eine Badewanne. Warum komme ich jetzt mit der Badewanne? Also wer mich kennt, der kennt die Badewanne. Aber Sie kennen mich ja noch nicht so richtig. Deswegen muss ich einfach mal die Frage stellen, wofür ist diese wohl gut? Mal überlegt man, na klar, gearbeitet, Sport gemacht, geschwitzt, rein, sauber. Dafür ist die bestimmt gut. Aber wenn man so ein bisschen weiter schaut, stellen wir fest, die Menschen haben ganz unterschiedliche Interessen an so einer Badewanne. Also ich habe jetzt in 10 Tagen habe ich Geburtstag ungefähr. Ganz viele Gäste kommen dieses Jahr nicht, das schafft mein Kühlschrank, aber sonst brauche ich immer meine Badewanne, wo das kalte Wasser rein, der Wein rein und dann kühl und dann ist es alles gut in der Versorgung. Also mein Interesse an meinem Geburtstag ist immer eine kühle Badewanne zu haben, um meine Getränke zu... Das ist dann meine. Es gibt in Berlin das ein Seifenkistenrennen. Da fährt man den Mehringdamm runter und eine Wagenklasse ist sozusagen auch eine Badewanne. Und da hat man natürlich ein ganz anderes Interesse an einer Badewanne. Da geht es halt darum, die Windschnittigkeit und Kurvenlagen und solche Dinge. Also wir haben gucken, also jeder Mensch guckt mit seinem Interesse oder mit einem bestimmten Code auf einen Gegenstand. Das ist jetzt hier das Beispiel der Badewanne. Wenn ich mit diesem Code auf eine Badewanne gucke, dann ist es meiner. Dann kommt aber der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und wir haben es eigentlich mit so einem, das nenne ich dann Multikodierung. Wir haben es sozusagen mit so einer Multikodierung zu tun, mit ganz vielen Interessenlagen, die sich immer zusammengeführt werden. Und wenn wir das jetzt, dieses Bild mal auf die Stadt übertragen und auf Stadträume übertragen, dann sehen wir eigentlich, was wir da alles übereinander lagern müssen. Und wenn ich jetzt zu dem eigentlichen, das ist ja noch Vorgeplänkel, aber so ein bisschen um so Planungsphilosophie zu verstehen, mit der ich so gerne unterwegs bin,
Wir haben sozusagen mit dem Thema Kühlen sollen diese Stadträume, die sollen das Regenwasser bewirtschaften, rückhalten, damit es vielleicht nicht in die Mischwasserkanalisation geht und dann landet das nachher alles im Fluss. Das wollen wir auch nicht, das muss sauber bleiben, zurückgehalten werden. Wir wollen da vielleicht Bildung und Kultur mit hineinbringen. Wir wollen, dass Natur, Biodiversität soll auch mit in der Stadt sein, Insekten sterben und sowas, also welchen Beitrag leisten wir da. Wir wollen Freizeit, Erholung, wir wollen Sport, Bewegung, es ist ein Wirtschaftsraum, ein Marktplatz, man trifft sich. Also wir haben eine Vielfalt von Interessenlagen und Ansprüchen und wir haben nicht Raum unbegrenzt verfügbar und deswegen müssen wir anfangen, unsere Stadt und unsere Stadträume miteinander zu überlagern. Und das nenne ich dann eine Strategie der Multikodierung. Das ist jetzt nicht inhaltlich auf den heutigen Tag, das ist nur, es kommt ein Bild gleich danach und macht es vielleicht ein bisschen deutlich. Das sind sozusagen die ganzen verschiedenen Sachen, die wir, das war jetzt in München mal eine Aufgabenstellung gewesen, Klimaanpassung, wir wollen eine gesunde Stadt haben, wir müssen die Verdichtung mit Freiraum verknüpfen, vielfältige Freiraumansprüche, Freizeit, Erholung, aktiv mitgestalten, also dieses selber machen, das sind solche Ansprüche, die in Freiräumen, an einem Münchner Beispiel. Was jetzt aber das Spannende ist eigentlich, ist, zack, das hier, dass wir nicht diese Inseln hier nebeneinander haben, sondern dass wir die eigentlich in eine Sprache bringen, die miteinander zu verknüpfen und in den Diskurs. Und das ist, glaube ich, das Wichtige an solchen Prozessen. Das ist dann nicht mehr ein Planwerk, was einfach nur alles festlegt und sagt, so, das muss so sein, sondern es ist solche Planwerke, die wir zunehmend entwickeln, geben einen Rahmen, der dann sukzessive und nach gefüllt wird. Und das muss dann aber im Sinne dieser Multikodierung dann zusammengefügt werden. Sie sagen, naja, das ist klar, integrierte Planung wollen wir immer machen. Ich habe jetzt für die, die aus dem Planungsbereich kommen, das ist die Planzeichenverordnung, wie wir sie so kennen aus dem Baugesetzbuch. Da ist es ja so, dass jede Nutzung, das Wohngebiet, die Straße, die Versorgungsanlagen, die Grünflächen, jede Fläche hat seine eigene Farbe, seine eigene Schraffur und eine Zuweisung. Und meistens steckt dann auch noch eine Zuständigkeit. Das ist das Grünflächenamt, das ist das Straßenamt, das ist das Wohnen, sind die Privaten dafür zuständig und. So ist sozusagen unser Planungssystem. Und jetzt verbinden Sie das mal mit diesen Grafiken, das geht nicht so ganz einfach, das einfach mitten zu überlagern. Deswegen plädiere ich eigentlich immer gerne für dieses Planzeichen, dass wir eigentlich diese Multikodierung, also diese Vielfachnutzungen zusammenführen müssen. So, und machen Sie mal einen Bebauungsplan für einen Bereich, wo Sie das alles zusammenbringen. Das kriegen Sie eigentlich nicht in unser Planungsdenken hin. Und das ist, glaube ich, eine Sache, dass wir diese verschiedenen Logiken, die wir Ja, genau, Multikodierung und Zusammenführen und sowas und Vielfältigen und Übereinanderlagen, das ist schon eine gute Sache. Aber wir kriegen das nicht so einfach hin. Also, so, jetzt kriegen wir den Bogen zum Thema der Klimaanpassung, weil das ist jetzt sozusagen den einen Layer, den ich jetzt da sozusagen ein bisschen stärker reinschieben möchte in die Diskussion. Wir müssen unsere Städte, wissen, es wird heißer und so, da liegen Broschüren rum, was alles auf uns zukommt wie die Temperaturveränderungen sind, wie die Starkregen zunehmen. Und wir brauchen sozusagen eine Strategie Hitzeanpassung und wassersensible Stadtgestaltung. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns in den nächsten Jahren noch viel stärker beschäftigen wird. Und ich habe das jetzt mit dem Begriff der Schwammstadt als Strategie umschrieben. Und wir haben es ja sozusagen immer mit zwei Extremen zu tun. Auf der einen Seite haben wir die Trockenheit, die Flüsse trocknen aus, die Gewässer trocknen aus, die Landschaft ist knochentrocken, staubt. Auf der anderen Seite haben wir die Überschwemmungen, also was in den Flüssen nicht reinpasst was aus den Flüssen raustritt und überschwemmt. Und das andere nennen wir die urbane Überflutung, also die Überflutung, was sozusagen in der Stadt, was nicht mehr in die Kanäle reinpasst, also in die Kanalisation, weil die voll sind, weil die überlaufen oder weil wir bestimmte Senken haben, Fließwege in der Stadt, sodass wir sozusagen dann bestimmte Bereiche haben. So, das bedeutet, die Zeitungen sind dann, und wir vergessen es ja immer wieder, ne? Also es ist ja dann, was letztes Jahr im August in der Zeitung stand, haben wir ja heute wieder vergessen. Und wo die Starkregenereignisse sind, ist dann nach 4, 6 Wochen oder 8 Wochen ist es wieder weg. Aber das muss man dann sich mal für so ein paar ältere Zeitungsartikel einfach mal hintereinander klemmen und sich dann vergegenwärtigen. Also da stecken wirklich Schäden und Belastungen mit dahinter.
Und es sind ja auch teilweise richtige Infrastrukturen, also das sind jetzt Bilder aus Berlin und aus Nordrhein-Westfalen, also das sind ganze Bahnhöfe, die dann überflutet werden, also kritische Infrastrukturen, die dann auch zu wirklichen Schäden führen. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach von der Hand zu weisen und es wird deutlich mehr. Das ist der Blick aus meinem Büro. Wir haben, das ist ein 100-jähriges Regenereignis. 100-jährig heißt, alle 100 Jahre kommt es einmal vor. Unser Büro ist da jetzt, also in den letzten 5 oder 6 Jahren ist das dreimal passiert. Also wir haben 300 Jahre jetzt schon mal gesammelt. Also jetzt müssten wir eigentlich rechnerisch 300 Jahre Ruhe haben. Jetzt muss man eigentlich nichts mehr tun, also zumindest so. Und da hängt natürlich wahnsinnig viel dran, wie Stadtentwicklung auch auf sowas reagiert. Und wir werden allerdings nicht einfach nur Kanäle ausbauen, das ist viel zu teuer, sondern wir müssen letztendlich die Oberfläche der Stadt dafür präparieren und dafür sorgen, dass wir dann die Schäden abwenden. Das ist das Bikinihaus in Berlin. Da sind ja so Einkaufsterrassen entstanden, wunderbar zum Spazieren und Promenieren. Und wir haben das natürlich inzwischen geschafft, dass es zum Glück oder weitgehend, dass es schön barrierefrei gemacht wird. Da ist sozusagen eine große Terrasse, die geht dann mit 1-2% in die Richtung. Hier ist die Entwässerungsrinne vom, wie heißt das da, Gianni Shop, geht es in die andere Richtung, so 2% Gefälle. Und dann geht es in die Entwässerungsrinne. Wenn die jetzt sozusagen richtig voll Wasser kriegt, das ist bestimmt alles super geplant und sowas, aber wo ist denn der Stauraum? Diese Fragen müssen wir uns eigentlich zunehmend stellen, weil wir wirklich die Stadt müssen wir barrierefrei machen, das ist ganz wesentlich, aber auf der anderen Seite, wie gehen wir eigentlich mit dem Wasser um, wie sind diese Notwasserwege organisiert? Ich glaube, da steckt noch relativ viel Fragen mit drin. So, und die klassische Reaktion ist, das haben unsere Wasserwirtschaftler immer gelernt, wir haben die Reaktion auf eine Überflutung, Überschwemmung ist, das Wasser muss grundsätzlich schneller abgeführt werden, weg damit. Das ist meines Erachtens eine ganz falsche Strategie. Wasser weg bedeutet, wir haben die Überflutung in den Flüssen. Nein, wir benötigen eigentlich das Wasser. Wir müssen das neu denken. Das ist ein Paradigmenwechsel, den wir zunehmend diskutieren. Wir stellen allerdings auch fest, unsere ganzen Regelwerke, DWAs und ATVs und alles, was wir so haben, die sind überhaupt noch nicht darauf eingerichtet, sondern die wollen das Wasser schadlos abführen, nicht behalten. Warum will ich das behalten? Wir brauchen letztendlich das Wasser, um Kühleffekte in der Stadt zu produzieren. Und letztendlich müssten wir anstreben, eine Wasserbilanz, die anders aussieht, als wie wir sie heute in unseren Städten haben. Und dafür müssen wir Wasserwirtschaft, Hitzevorsorge und Grüngestaltung ganz eng zusammendenken. Wir haben diese 2 Grad plus, die uns erwarten. Es gibt Prognosen, die sagen, ja, es wird noch mehr. 2 Grad plus, müssen wir einmal zurückdenken. Vor 20.000 Jahren hatten wir Eiszeit gehabt. Da war die Durchschnittstemperatur 5 bis 6 Grad weniger als heute. 5 bis 6 Grad weniger. Jetzt haben wir 2 Grad plus. Also kann man sich vorstellen, da lag hier der Eispanzer noch rum und 5 Grad weniger und jetzt 2 Grad plus. Das ist also eine deutliche Erhöhung. Das ist nicht sozusagen mal 2 Grad, wir haben jetzt 18 Grad und jetzt ist es 20 Grad oder 21 Grad. Sondern letztendlich ist das ja der Klimawandel, der sozusagen weit sehr stark also in der Gesamtheit wirkt. Und dann haben wir ein zweites Phänomen. Wir haben eine Überlagerung in der Regel von Trockenheit und Dürre mit Hitze. Und wenn wir, das nennen wir dann in der Klimatologie diese Dry Spells, also die trockenen und heißen Zeiten zusammen und das über einen längeren Zeitraum. Das bedeutet, der Boden ist ausgetrocknet, der Boden hat kein Wasser, die Pflanzen haben kein Wasser, es kann eigentlich nichts verdunsten. Das ist aus einem Forschungsprojekt aus der Leipziger Region. Da wird dargestellt, hier, wie ist sozusagen die Wasserbilanz. Die Wasserbilanz heute ist hier mit das Blaue, das ist so 190, 200 Milliliter plus, sozusagen was in der Region an Wasser sozusagen an Überfluss vorhanden ist. Und im Jahre 2100, das ist falsche Zahl, 2100, haben wir sozusagen eine Zehrregion, da haben wir ein Defizit von 240 Milliliter.
macht so ein bisschen deutlich, wie sich diese Wasserbilanzen dann verändert. Also es fehlt das Wasser in der Landschaft, weil das Wasser sozusagen anders kommt und sich anders entwickelt. Und wenn wir dann, das ist jetzt eine Karte aus Berlin, wenn wir dann einmal gucken, wo sind die heißen Gebiete und wo sind die kühleren Gebiete, das ist aus dem Berliner Umweltatlas, das ist die Verdunstung von Wasser. Das sind so die Wälder, Landwirtschaftsflächen und größeren Parkanlagen, Flugplätze, die jetzt inzwischen auch zu Parks werden bei uns in Lach und Lach, weil der da unten jetzt doch wohl irgendwann funktioniert. Diese Karte macht deutlich, da wo eine hohe Verdunstung ist, mit der Karte zusammen, da wo keine Verdunstung oder geringe Verdunstung, das sind die Stadtgebiete, dort haben wir wenig, das sind sozusagen die Hitzeinseln oder Hitzebereiche in der Stadt. Also es gibt sozusagen so ein Schwarz-Weiß, das hängt ganz stark mit der Feuchtigkeit zusammen. Dazu ein kleiner Exkurs, weil ich musste da auch mal vor ein paar Jahren mich nochmal wieder so in meine Studienzeiten zurückerinnern. Das ist sozusagen so eine normale natürliche Landschaft. Wir haben die Energiezufuhr Sonne. Wir haben eine Landschaft, da haben wir Vegetation, Bäume, Sträucher, Gewässer, Wasser in der Landschaft. Dieses Wasser wird durch die Energie verdunstet. Verdunstung bedeutet einen Aggregatzustand, damit wird ja Energie verbraucht. Das wird beschrieben mit der Evapotranspiration, also die Transpiration über feuchten Boden und über Blätter. Und das ist dann sozusagen eine latente Energie, die es wird Energie verbraucht, aber die nicht zu einer Erwärmung führt. Wenn wir die Stadtsituation haben, haben wir eine andere Situation, da haben wir sozusagen nicht diese Verdunstungskapazitäten. Da steht der eine Baum, der vielleicht noch wenig Wasser bekommt, weil wir das Wasser abgeführt haben. Und das ist dann sozusagen diese sensible Energie, die zu einer Temperaturerhöhung führt. Das heißt, wenn wir das jetzt nochmal übertragen, welche Strategien haben wir dann überhaupt, wenn wir uns das anschauen? Die Sonneneinstrahlung, da müssen wir Klimaschutz betreiben, damit wir nicht die 2 Grad plus, damit wir die zumindest erreichen und nicht noch mehr. Das ist sozusagen, darüber rede ich jetzt heute nicht. Das andere ist aber, wir können die Oberfläche der Stadt natürlich gestalten. Die können wir versiegeln oder die können wir auch mit Vegetation und mit entsprechenden Bodensubstraten ausstatten. Das ist die potenzielle Evapotranspiration, also Verdunstung und Kühlung. Die zweite Stellschraube ist, wir müssen auch reales Wasser haben, was dann verdunsten kann. Also wir müssen diese Dry Spells, also dieses Auseinandernehmen von Hitze und kein Wasser, sondern wir müssen Hitze und Wasser zusammenführen, um dann auch, das ist sozusagen die Stellschraube, um letztendlich solche Situationen zu entschaffen, das wären dann so urbane Sümpfe, oder ich nenne es dann auch, das ist dann die Schwammstadt. Die Stadt im Klimawandel benötigt eigentlich dieses verfügbare Wasser. Wir müssen sozusagen die Stadt wie einen Schwamm verstehen, der das Wasser aufnimmt, wenn viel Wasser da ist, nicht abführen, sondern dann in der Stadt halten, und dann da haben wir sozusagen gewisse Kühleffekte. Wir reden nicht über 20 Grad Unterschied zum Kühlschrank. Wir reden immer über 3, 4, 5, 6 Grad. Das sind so die Größenordnungen. Also nicht, dass wir jetzt, aber zwischen 32 Grad und 26 Grad ist vielleicht doch noch ein Unterschied im Wohlfühlen in der Stadt. Und vor allen Dingen, wenn das in der Nacht nicht unter 20 Grad geht, dann ist das auch nicht gut. Also das sind sozusagen Effekte, die da eine besondere Rolle spielen. So, und jetzt geht es ja darum, so, das ist jetzt so ein bisschen Theorie gewesen, wie wird das denn umgesetzt, gibt es dafür Beispiele? Jetzt habe ich hier mal den sogenannten Sponge Park in New York mitgebracht. Das ist sozusagen eine Konzeption, die genau mit diesem Wasser, was hier aus benachbarten Kanälen herauszieht, um dann das Wasser in Verdunstungsbeeten dann einzuführen, um dann auch solche Wetlands, also feuchte Landschaften zu entwickeln, die dann mit sozusagen Teil von dieser Strategie sind. Das sind sozusagen vertikale Kühlsysteme. Wenn wir uns das anschauen, in Paris vor den großen Fassaden werden befeuchtete Fassaden montiert. Da wird Wasser sozusagen künstlich reingemacht und das verdunstet. Und wenn man da runter steht, dann merkt man auch, dass es schon fast kühler wird. Das hat durchaus Effekte. Das ist natürlich der Mercedes, der jetzt dahingestellt ist, hochaufwendig und kostenintensiv. Wenn man sich das hier anguckt, das ist so ein Verdunstungsbeet. Paris hatte ja 2003 die große Hitzekatastrophe mit vielen Toten.
Und dann kann man genau untersuchen, wie eigentlich in den Jahren darauf Untersuchungen stattgefunden haben, welche Konzepte entwickelt worden ist. Und wenn man vor 4, 5 Jahren unterwegs war, gab es relativ viele Baustellen, also kleine Baustellen, die sich damit beschäftigt haben. Das sind solche Vernutzungsbeete. Da wurde der Straßenraum aufgemacht, mit Vegetation bestückt. Da drin liegen dann Sprühschläuche. Der Wasserhahn wird aufgedreht, wenn es richtig heiß ist, um dann dort diese Verdunstungskühlung zu erzeugen. Das ist jetzt Wasser, was aus der Leitung kommt. Das finden wir nicht so gut, sondern das müsste eigentlich Wasser sein, was wir nutzen, wenn es zu viel da ist. Da gibt es dann ja schon für Dächer und sowas, Optigrün und die ganzen Hersteller fangen jetzt eher an, sowas auch mit Zisternen, die oben auf den Dächern mitliegen, mit Bewässerungssystemen sowas zu entwickeln. Das steckt alles noch in den Kinderschuhen, das ist noch in der Entwicklung. Aber wir merken, dass da Bewegung reinkommt, weil man diese Fragestellung nach und nach erkannt hat. Das sind sozusagen neuere Parkanlagen, die in Paris jetzt gerade entstanden sind, die ganz stark mit diesem Thema Wasser arbeiten, Vegetationsflächen, die da dran sind, auch in den Gestaltungen, oder das ist ein anderes Beispiel aus Hamburg. Das war das Thema Hitze. Wir haben ein anderes Thema, dass wir das Thema Starkregen haben. Starkregenereignisse, die sozusagen unsere Kanalisation sprengen, voll machen. Wenn ich das richtig informiert bin, haben wir hier die Mischkanalisation. Das heißt, das Regenwasser und das Schmutzwasser trifft sich, das kann nicht alles ins Klärwerk, das reicht nicht aus, das muss irgendwo zwischengespeichert werden. Und wenn es noch mehr wird, dann geht es sozusagen in die Vorflut. Das sind die Flüsse, wo wir eigentlich baden wollen. Und da müssen wir überlegen, wie kriegen wir das hin? Und letztendlich sind Regenrückhaltebecken, die irgendwo dann in der Talaue sind, oder dann noch größere Leitungen zu machen, dass man bis zum Klärwerk kommt, das ist eigentlich nicht die richtige Strategie, sondern man muss eigentlich da anfangen, wo die Verursachung ist. Die Verursachung ist da, wo wir versiegelte Flächen haben in der Stadt. Und die müssen wir sehen, dass wir abkoppeln von den Regenwassersystemen. Da ist Kopenhagen mit dem Stormwater-Plan, sozusagen also Starkregenplan, so ein Vorreiter, die dann auch Straßenräume umbauen, dann sozusagen integrativ, also dieses Überlagerung, dieses Multikodieren machen, wo dann Regenwasserbewirtschaftung und Aufenthalt, Grün, Biodiversität, dass das sozusagen miteinander gekoppelt wird. Und dann ist hier so ein paar Bilder so aus dem Straßenraum, der Grünstreifen, der genutzt werden kann, aber bei Starkregen ist der dann auch mal voll. Und diese Starkregen, wenn die alle 5 bis 10 Jahre ist, dann ist eigentlich dieser Raum relativ lange nutzbar, muss man immer sagen. Diese Strategie Schwammstadt ist jetzt in anderen Stadtbereichen, also wir arbeiten für Berlin-Tegel, Schumacher-Quartier. Da haben wir jetzt ja bald den Starttermin, wenn der Tegel geschlossen wird. Also meine Vorträge vor Corona, da wusste man noch nicht genau, da sagte ich, wenn wir dann mal so weit sind, jetzt kann ich sagen, das wird dann so, ist es jetzt soweit. Da haben wir sozusagen einen Leitplan für Hitzeanpassung und Wasserwirtschaft entwickelt. Es entsteht dort ein abflussloses Siedlungsgebiet, was keinen einzigen Tropfen Wasser, mit Ausnahme der 2 Hauptverkehrsstraßen, die ganz am Rande sind, da muss man das Wasser besonders behandeln wegen Schadstoffbelastung, aber es entsteht ein Siedlungsgebiet mit über 5.000, 6.000 Wohnungen, wo kein Wasser in irgendeine Vorflut geht. Das Wasser wird eigentlich vor Ort genutzt und wieder recycelt. Recycling heißt, wir orientieren uns da an der natürlichen Wasserbilanz. Die natürliche Wasserbilanz ist in Berlin 70% Verdunstung des Wassers. Also wenn wir jetzt nicht Menschen da wären, sondern natürlicherweise bei den gegebenen Landnutzungen. 70% ist in Berlin die normale Verdunstungsrate. 30% des Wassers geht in den Boden, Versickerung, und ganz wenige Prozente ist eigentlich Abfluss über die Vorflut. Das ist eigentlich zu vernachlässigen. Hängt dann sozusagen von Jahresschwankungen und sowas und Extremereignissen ab. So, und das haben wir versucht nachzuvollziehen. Das heißt, wir haben hier ein System entwickelt, was das Wasser auf den Dächern zurückhält, dort verdunstet, zwischenspeichert, dann geht es in sogenannte Verdunstungsbeete, Wetlands, und wenn die gefüllt sind, dann geht es erst in die Versickerungsflächen, und dann sind die Versickerungsflächen sehr kleinteilig, und wir haben diese Wetlands, das ist hier ein Bild aus dem Straßenraum, dort sind sozusagen auch die Straßenräume abgekoppelt von den Kanälen, sodass wir hier das Wasser wirklich für diese Kühleffekte mit nutzen können. Das ist dann hier so ein kleiner Stadtplatz, der da drin ist.
da ist sozusagen im Inneren läuft das Wasser zusammen, wird sozusagen auch, das sind keine Versickerungsflächen, sondern die sind gedichtet nach unten, damit das Wasser im Boden steht, der feuchte Boden, Evapotranspiration, Feuchtigkeit. Und dann gibt's, wenn das voll ist, dann gibt es einen Überlauf und dann darf es erst versickern. Und das kann man, glaube ich, auch mit Stadtgestaltung zusammenbringen. Und diesen Layer, den wünsche ich mir zum Beispiel hier jetzt auch nochmal in Ihrem weiteren Prozess. Wenn wir das so mal reflektieren, wir müssen das Wasser zwischenspeichern, wenn viel da ist. Wir müssen es verdunsten, wenn es heiß ist. Und dafür müssen wir letztendlich diese Speicher schaffen. Und das können wir schaffen, indem wir das natürlich in so eine Grünflächengestaltung mit integrieren. Für Berlin haben wir den Stadtentwicklungsplan Klima konkret erarbeitet, das war 2016. In der Ankündigung haben Sie ja gelesen, was sind Strategien, wir müssen mehr durchlüften, verschatten, rückstrahlen, begrünen, verdunsten, Wohlfühlorte schaffen. Das sind sozusagen alles Strategien für die Hitzeangepasste. Wir müssen für die wassersensible Stadtentwicklung versickern, speichern, rückhalten, leiten und schützen. Das sind sozusagen strategische Ansätze, die wir organisieren müssen. Und das organisieren wir nicht irgendwie im Untergrund, sondern das organisieren wir an der Oberfläche der Stadt, sprich in unseren Grünanlagen, Parks, Straßenräumen und Plätzen. Das haben wir dann versucht, ein bisschen systematisch aufzubereiten. Was kann man sozusagen auf den Dächern machen? Dächer kann man auch optimieren. Also dieser Strahl hier links ist immer so die Optimierung im Sinne der Klimaanpassung. Man kann ein einfaches Kiesdach machen, das hält ein bisschen zurück. Man kann es einfach begrünen. Man kann ein blaugrünes Dach machen und man kann dann auch noch Dachgärten drauf machen. Also das ist sozusagen so eine Optimierung auf Dächern. Man kann die Optimierung auch an den Wänden natürlich machen, von der Einfachbegrünung. Einen Baum davor stellen, hat man schon mal Schatten, das ist sozusagen eine einfache Sache, bis hin zu dem, was wir aus den Pariser Beispielen kennen, wo man den Mercedes an die Wand hängt. Das ist das Thema der Wetlands. Wir können sozusagen ja künstlich uns angenehme Atmosphäre, ich sag mal, so ein Brunnen ist vielleicht so erstmal was ganz Schönes und Nettes und das ist so die eine Sache, aber wir können auch sehen, wie wir das Wasser wirklich dann halten im Stadtraum, in diese Verdunstung bringen. Das ist sozusagen auch dann ein Baustein, der in so eine Strategie mit hineinkommt. Wir haben das ganze Thema Albedo, das heißt Rückstrahlung. Wir kennen es aus unseren Urlauben aus Griechenland oder sonst wie. Die weißen Häuser strahlen das zurück, die Hitze geht nicht in die Gebäude rein. Das können wir auch mit den Oberflächen machen. Man muss immer nur daran denken, dass ist für die Gebäude gut, für den Freiraum nicht immer, wenn dann alles zurückstrahlt, weil es dann ja etwas heißer wird. Das muss man immer jeweils gucken. So, in diesem Stadtentwicklungsplan Klima konkret, da sind wir jetzt überhaupt dabei, auch den jetzt für die ganze Stadt so in ein räumliches Konzept zu übersetzen. Das hat jetzt noch mal ein paar Jahre gedauert, bis die Gelder da locker gemacht worden sind und wir den Auftrag bekommen haben. Und übersetzen jetzt diese Themen in ein gesamtstädtisches Konzept. Und das kann man für verschiedene Gebäudetypologien machen, aber das kann man natürlich auch für das Thema der Freiflächen entwickeln. Straßenplätze, Grün und Freiflächen, oder diese Folien. Also das wäre sozusagen, was kann man alles auf den Gebäuden machen, überspringe ich jetzt. Aber wir haben das Thema Plätze. Das ist eine andere Platzsituation, als was Sie hier haben, aber das kann man vielleicht so ein bisschen sich vorstellen, was man entwickeln könnte. Das sind sozusagen einmal das Thema Retentionsräume bei Regen, bei Starkregenereignissen. Wo bleibt das Wasser eigentlich? Wo geht es hin? Wo können wir das hier zurückhalten, damit die Kanalnetze entlastet werden und wir weiterhin im Fluss baden können? Was kann man machen im Sinne von Verdunstungsmöglichkeiten? Die Bäume, die wir hier, oder hier noch nicht, aber die wir pflanzen, den Mangels an Wasser. So ein Baum braucht eigentlich, wenn er gut, also wenn er groß ist und vital ist, braucht ungefähr 100 bis 300 Liter Wasser die Woche, wenn er keine ausreichende Wasserversorgung hat. Wenn wir uns angucken, das sind echt Größenordnungen. Und da leiten wir das Wasser von unseren Flächen an den Bäumen vorbei in den Kanal und dann weg. Das sind, finde ich, Zustände, da gehen wir mit Ressourcen um, die sind widersprüchlich. Das sind solche Elemente, die wir damit hineinbringen müssen in die. So, und da gibt es sozusagen ganz viele Ansatzpunkte, wie wir anders mit dem Wasser umgehen können. Das ist hier zum Beispiel aus dem Schumacher-Quartier. Das sind dann Mulden,
Die sind dann 80 cm tief, die sind unten gedichtet mit der Lehmschicht, dass das Wasser im Boden drin bleiben kann und dann zumindest so ein Wasserkörper von 80 cm feuchter Boden ist, hat dann sozusagen eine längere Rückhaltemöglichkeit. Überflüssiges oder Wasser geht dann nochmal, Bäume sind da wieder ein bisschen getrennt, das ist etwas komplizierter, das in der Umsetzung, weil das widerspricht den Regelwerken, weil man Bäume nicht in Mulden und Regolen und sowas reinsetzen darf. Also da sind wir so ein bisschen im Neuland, aber das kriegen wir noch hin. Das andere Thema sind sozusagen, wie gehen wir mit unseren Grünflächen und Parks um? Wie weit wirkt eine Grünfläche mit den Kühleffekten optimal sind? Also so ein Stadtpark, der Kühleffekte hat, 4-5 Grad kälter ist als die warme Stadt. Da geht dann die kühlere Luft des Nachts durch die Straßen, zieht dann durch. Aber nach 200 Meter ist die kühle Luft dann verbraucht. 5 Grad Unterschied ist dann auch zu Ende. Und dann bräuchten wir von der anderen Seite den nächsten Park, der das dann aufbringt, also 300 bis 400 Meter Abstand ein Park. Das wäre sozusagen der Idealstadtgrundriss aus dieser Logik. Ist natürlich nicht immer in jeder Stadt so umsetzbar. Und wir können aber auch viele Maßnahmen machen, die müssen unten, die Luft muss rauskommen, sollten keine dichten Hecken pflanzen oder sowas, damit also dann von den kühlen Flächen die Luft auch funktionieren kann. Eigentlich müssen wir sowas immer sehr systemisch denken. Also es darf nicht nur die Freifläche gedacht werden, sondern es muss eigentlich mit, vor allem wenn wir so große Gebäudekomplexe haben, das eigentlich zusammengeführt werden. Dass, also eine versiegelte Fläche ist Gold wert, wenn wir die mal als Ressourcenfläche, weil wir von denen Wasser gewinnen können. Wenn wir mal so drüber reden, dann ist das vielleicht auf einmal eine ganz andere Sichtweise, wenn wir über versiegelte Flächen reden. Letzter Punkt und dann bin ich auch mit meinem Vortrag durch. Am 16. und 18.06. haben wir ein Forschungskolloquium, die werden jetzt immer zunehmend digital gemacht. Und das ist das schon die ersten Folien, die vorbereitet worden sind. Wir sind in einem Forschungsverbund, Blue Green Streets nennt sich das Ganze, blaue grüne Straßen. Und wir versuchen jetzt diese Philosophie, die ich jetzt gerade eben so ein bisschen erläutert habe, versuchen wir mal in den Straßenraum reinzubringen. Da fangen wir an, uns mit der RAST, also die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen, auseinanderzusetzen. Die ist aus dem Jahre 2006. Die kennt das alles nicht, was wir da wollen. Und diese Regelwerke auf den Kopf zu stellen, also intellektuell sind wir ja so weit, dass wir sagen, ja, das finden wir alles ziemlich wichtig und gut und der Hitze und der Klimawandel kommen, wir müssen darauf reagieren. Aber das jetzt sozusagen in die Praxis umzusetzen, das ist ein langer Weg und da muss man Ideen haben, Lust haben, sich zusammensetzen und sagen, ja, wir wollen das. Und das versuchen wir jetzt in diesem Projekt ein bisschen auf den Weg zu bringen. Wir wollen die Straßenräume blau machen, wir wollen sie grün machen und cool. Also das ist sozusagen blaue, grüne und gekühlte Straßenräume. Das versuchen wir jetzt sozusagen dort hineinzubringen. Dazu haben wir gesagt, wir müssen das Wasser rückhalten. Wir haben eine Kaskade entwickelt. Wir halten das Wasser erstmal rück, speichern es, verdunsten es. Dann kommt erst das Versickern. Und dann macht man sich vielleicht Gedanken, ob man das irgendwo noch hinleiten muss, sozusagen. Aber das ist eigentlich nicht, was wir wollen, sondern wir haben immer rückhalten, speichern, verdunsten, dann erst versickern. Also, und viele finden es ganz schick, dass sie eine Versickerungsanlage machen. Das wollen wir nicht mehr. Also wir sind da ein Schrittchen weiter. Und dafür gibt es dann verschiedene Module, die entwickeln wir jetzt gerade im Forschungsprojekt jetzt für den Straßenraum. Das kann man letztendlich auf Platzräume und sowas mit übertragen. Wir wollen verdunsten durch Verdunstungsbeete, Verdunstungsbecken. Da kann man Technik, also wir machen das mit Bodenkundlern, Vegetationskundlern, Wasserwirtschaftlern, Straßenleuten und Infrastrukturleuten, also so ein ganzes großes Forschungskonsortium, um das dann wirklich auch konkret begleiten zu können. Was bringt es denn auch in welche von diesen Modulen? Dann haben wir dieses Thema Versickerung. Das wollen wir verknüpfen dann auch mit dem Thema Verdunstung, Verschattung, also so diese sogenannten Baumregolen, die dann entwickelt werden. Das wird jetzt auch getestet, wie wirkt das, wie viel Wasser brauchen die und so weiter, also um das wirklich auch mal zu erden. Und das letzte Stück ist, dass wir Notwasserwege entwickeln, dass wir das Wasser dann dahin führen, wo es dann schadlos ist, weil wir das eben nicht mehr in die Kanäle reinbringen wollen. Und insofern sind das sozusagen so eine Art Toolbox, die wir entwickeln, das ist dann noch kombiniert. Wenn man jetzt stark befahrene Straßen hat, dann muss man da wieder Reinigungssysteme und sowas entwickeln. Oder wir wollen das Wasser zurückhalten, Zisternen brauchen wir dafür, das ist wieder kostenintensiv.
Ich traue mich sozusagen in Berlin nicht so richtig über Zisternen zu reden, außer vielleicht für ein bisschen Gartenbewässerung, aber so richtig in großen Dimensionen. Und jetzt war ich letztes Jahr in der Schweiz gewesen, habe da städtebauliche Projekte beraten hinsichtlich Klimaanpassung, Klimaschutz. Da war ich total überrascht. Zisternen, na klar, das machen wir. Zisternen ist kein Problem. Also da geht man ganz anders um. Gut, da hat man anderes Geld und wenig Fläche und da wird das noch kompakter gemacht. Und Zisterne, die man im Boden einbuddelt, da können wir nur so viele Kubikmeter nehmen. Also das sind andere Philosophien, da bin ich jetzt wieder ganz mutig und sage, das ist jetzt auch sozusagen eine Sache, die jetzt viel stärker vielleicht zu diskutieren ist und nicht die 6 Kubikmeter Gartenzisterne, die man vielleicht so nochmal im Privathaus mitplant. Und das Wesentliche ist, was im Sinne dieser Multikodierung, dass wir immer das Thema Aufenthaltsqualität, Gestaltqualität mit dazu nehmen. Das ist für die Menschen und letztendlich sollen da die Qualitäten entstehen. So, letzte Folie. Also, das Stadtgrün, eine eierlegende Wollmilchsau. Wieder die Textbausteine aus der Ausführungsbroschüre. Das ist sozusagen dann das, was so die Erwartung ist. Ich habe mir vorhin schnell so ein bisschen die Wettbewerbsergebnisse angeguckt. Ich glaube, die Konklusion, die ich gestern Abend geschrieben habe, die passt aber ziemlich gut dazu. Wir müssen diese Klimaanpassung, diese Multikodierungsstrategien, das müssen wir als eine Einheit denken. Wenn wir diese Klimaanpassung verstehen wir als Lebensqualität und es muss auch alltagstauglich sein. Wir müssen sehen, dass unsere Stadtplätze und urbanen Räume abflusslos werden. Das müssen wir eigentlich als Ziel formulieren. Wir müssen dann sagen, das Regenwasser, das wollen wir nutzen, dieses Thema Schwammstadt, weil wir wollen dieses Thema Kühleffekte, Abkopplung wollen wir auf den Weg bringen. Was das erforderlich macht, ist eine frühzeitige Berücksichtigung dieses Schwammstadtprinzips in der Planung. Das ist zwingend, nicht im Nachgang das reinbringt, dann ist die Entwässerungsrichtung so und die Retentionsfläche da, das passt nicht mehr, dann wird es blöd, sondern das muss frühzeitig. Ich habe mir den Siegerentwurf grob angeschaut zumindest und der hat dann so gewisse Offenheiten und Interpretationsmöglichkeiten, das finde ich ganz schick und das ist spannend. Das könnte man solche Themen natürlich jetzt mit integrieren. Also es ist noch Zeit, sollte jetzt aber das aktuelle Zeitfenster, immer wenn Veränderungen stattfinden, die sollten genutzt werden, denn Veränderungen bieten die Chance, auch sowas zu integrieren. Und ja, da finde ich spannend, welche Schlussfolgerungen dann für die Gestaltung Gieras Neue Mitte dann gezogen werden. Und ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Anregungen gegeben und es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, zuzuhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.